Millionen Rentner warten. Warum wird der Zuschlag, der Extrarentenzuschlag, den es ja zum 1.7.24 geben soll, bis 7,5% nur befristet gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland freuen sich auf den Extrarentenzuschlag bis 7,5%. Sie werden de facto ab Juli 2024, also in diesem einen Monat, zwei Rentenerhöhungen bekommen. Einmal die allgemeine Rentenerhöhung 4,57% und zum zweiten die Zuschlagserhöhung bis 7,5%. Und da gibt es wirklich viele Leute, die brauchen das Geld bitter dringend nötig. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, meine Damen und Herren. Dieser Extrarentenzuschlag, der wird nur befristet ausgezahlt, nämlich bis November 2025. Ich habe hier schon mal eine kleine Präsentation vorbereitet, können Sie sich mal in Ruhe angucken. Ich sage Ihnen auch, warum das so ist und was dann nach Dezember 2025 erfolgen wird. Meine Damen und Herren, gucken wir uns das mal in Ruhe an. Also, normalerweise war das ja so, dass der Gesetzgeber am 28. Juni 2022 gesagt hat, in dem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz, wirklich fürchterliches Wort, aber so ist es wirklich, dass die deutsche Rentenversicherung eine Zeit von 2 Jahren bekommt, um dieses Gesetz umzusetzen. Und Januar 2024 deutete sich schon an, dass die deutsche Rentenversicherung dieses Ziel nicht erreichen kann. Es gab technische Probleme, Softwareprobleme, Probleme mit der Umsetzung, personelle Probleme, Organisationsprobleme, ein Riesentheater bei der deutschen Rentenversicherung. Verschiedene Sozialverbände haben dann auch gewettert und haben gesagt, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Und da musste dann der Gesetzgeber eingreifen. Und zwar hat unser lieber Hubertus Heil dann so schnell wie möglich ein Auszahlungsgesetz zu diesem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz auf den Weg gebracht, und zwar das sogenannte EM-Rentenbestandsauszahlungsgesetz, meine Damen und Herren. Und dieses Auszahlungsgesetz ist in Kraft getreten und regelt jetzt also sozusagen die Rechtslage für die Umsetzung der Zahlung des Zuschlages. Normalerweise war das ja so, dass der Zuschlag, wenn die deutsche Rentenversicherung das hätte berechnen können und auch die Bescheide erteilen können, so wie es ursprünglich geplant war, dass dieser Zuschlag dann sozusagen in einer Summe mit der Rente ausgezahlt wird. Das heißt also, Ihre Rente dann sozusagen vorne auf der ersten Seite einen höheren Zahlbetrag hat. Aber das wird jetzt so nicht erfolgen. Und zwar erfolgt die Auszahlung in einem zweistufigen Verfahren, Auszahlungsverfahren. Und zwar die erste Stufe ist so ausgestaltet, dass Sie diesen Zuschlag als Extrazahlung erhalten. Und zwar ab Juli 2024 bis 30.11.2025. Extrazahlung, meine Damen und Herren. Sie bekommen auch dazu einen Extra-Zuschlagsbescheid. Und der weist dann auch aus, dass dieser Zuschlag nur bis zum November 2025 befristet gezahlt wird. Das ist der Grund, warum Sie diesen Zuschlag nur befristet erhalten, meine Damen und Herren. Dieser Zuschlag, bitte auch nicht vergessen, ist eine Nettorentenzahlung. Das heißt, er wird als Auszahlbetrag auf Ihrem Konto erscheinen. Und zwar beginnt der ganze Spaß am 10. Juli und zwischen 10. und 20. Juli und dann fortlaufend jeden Monat, immer in dem gleichen Zeitfenster, bekommen Sie sozusagen zwei Rentenzahlungen. Einmal diesen Zuschlag, der ist ausgewiesen, immer mit dem Begriff Rentenzuschlag auf Ihrem Konto, und dann am Monatsende Ihre normale Altersrente. So, und ab Dezember 2025, das ist dann die zweite Stufe dieses Verfahrens, soll dann endlich die Rentenversicherung wirklich so weit sein, dass sie dann die entsprechenden Bescheide wirklich erteilen kann, dann diesen Extrarentenzuschlag auch wirklich ausrechnet, dass sie das sehen, warum, wie hoch der ist, und dass dann dieser Extrarentenzuschlag nicht mehr als Extrarentenzuschlag gezahlt wird, sondern dann mit ihrem laufenden Monatsrente zusammen als einen Rentenbetrag im Rentenbescheid und auf dem ausgewiesen wird und auf Ihrem Konto dann landen wird. So ist der Plan, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen natürlich heute nicht sagen,
ob die Rentenversicherung es wirklich schaffen wird, bis zum November 2025 ihre Probleme zu lösen, die ganzen Berechnungen anzustellen, die ganze Software auf Vordermann zu bringen. Das kann ich Ihnen alles nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall eins: Dieser Extrarentenzuschlag ist laut dem Auszahlungsgesetz nur befristet. Und deshalb kann ich Ihnen heute nicht sagen, ob Sie wirklich im Dezember 2025 dann diesen Zuschlag inklusive Ihrer Rente als Einmalzahlbetrag oder als Zahlbetrag, als monatlichen Einmalzahlbetrag dann bis zu Ihrem Tode ausgezahlt bekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so ist die Rechtslage, so kann ich es Ihnen nur rüberbringen. Leider ist die Zahlung des Zuschlags bis zum 30.11.2025 befristet. So steht es im Auszahlungsgesetz. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.